Hallo am 12. Tag unseres Rätselspaßes. Die Antwort zum gestrigen Rätsel war die 7. Hier haben wir eine Treppe irgendwo hin, also vermutlich eben in den Untergrund. Und dann wollen wir da direkt runtersteigen. Auf geht's zum 12. Dezember. Daniel hatte in der rechten Hand das Teil mit der Nummer 3. Mit der linken griff er zu dem Stück mit der Nummer 4, das er nur herumzudrehen brauchte, damit es perfekt zu seinem Gegenstück passt. Er setzte beide in das Loch in der Wand und es dauerte keine 2 Sekunden, bis ein schabendes Geräusch erklang. Ein Teil der Holzvertiefelung mitsamt dem Tetris-artigen Mosaik schob sich zur Seite und gab den Blick frei auf einen mit Neonröhren erleuchteten Schacht. Eine eiserne Treppe führte in die unbekannte Tiefe und Daniel fühlte sich unwillkürlich an sämtliche Gruselfilme erinnert, die er jemals gesehen und bei denen er immer gedacht hatte, warum sind die nur so dämlich, darunter zu gehen? In diesem Moment hörten sie ein Geräusch aus der Richtung des Hausflurs kommen. Verdammt, was war das? Fragte Daniel nervös. Ich schätze mal, entweder die Polizei, die uns verhaftet, oder der Mörder, der offensichtlich ein Geheimnis beschützen will. Los, runter da und dann Tür zu. Andreas drückte sich an ihm vorbei und stieg die Stufen hinab. Daniel schluckte, dann ließ er Lilly ebenfalls passieren, um ihr notfalls Rückendeckung geben zu können. Das gibt's doch nicht, staunte Lilly, als sie in einem großen beleuchteten Gewölbe angekommen waren. Das ist kein Keller, das scheint der Eingang zu einem unterirdischen Geheimtrakt zu sein. Er ist wahrscheinlich schon damals beim Bau der Villa errichtet worden. Sowas kann man nicht nachträglich einbauen, auch nicht mit dem Geld eines Spielzeugimperiums. Daniel nickte. Die Villa ist schon ziemlich alt, auch wenn Gerolsbacher sie gut in Schuss gehalten hat. Gut möglich, dass sein Ururgroßvater das Haus gebaut hat und auch schon ein Faible für Geheimnisse hatte. Schließlich war der auch Spielzeugerfinder. Die Wände waren zum größten Teil aus altem Backstein, aber die Lichter an der Decke sahen modern aus und waren von Leonhard Gerolsbacher offenbar erst vor wenigen Jahren eingebaut worden. Das Gewölbe, in dem sie sich befanden, schien nur einen weiteren Ausgang zu haben. »Dann wollen wir doch mal sehen, welche Überraschungen der Spielzeugmacher für uns bereithält«, sagte Andreas und öffnete die Tür, die ebenfalls ziemlich neu und dazu stabil wirkte. Dahinter lag ein großer Raum, der mit gedämpftem Licht beleuchtet war und in dem mehrere Glasvitrinen standen. Daniel trat näher heran. In der ersten Vitrine lag ein kleines Krokodil, kaum größer als ein Zeigefinger, das aus einem dunklen Material bestand. Metall oder Stein, vermutete Daniel. Daneben verriet eine Inschrift, dass die Figur bereits über 2000 Jahre alt war und aus Ägypten stammte. In der nächsten Glasbox steckten einfach gearbeitete Marionetten, die an Ritter erinnerten, und ein Schild mit der Aufschrift 1199 Augsburg. Direkt daneben ein paar Würfel, die zwar Augen anzeigten, aber nicht so geschliffen und poliert aussahen wie die Vertreter, die Daniel aus einer Monopoly-Kiste kannte. 1300 Material Knochen, las Lilly mit leichter Ungläubigkeit in der Stimme vor. »Das scheint eine Art Spielzeugmuseum zu sein«, stellte Daniel fest. »Ich erinnere mich, dass wir bei einem Referat in der Schule mal gelernt haben, dass schon die Kinder im alten Ägypten Spielzeuge hatten, steinerne Krokodile und andere Tiere. Weißt du noch?«, fragte er Andi. »Das war wahrscheinlich das Referat, bei dem ich nach 5 Minuten eingeschlafen bin, weil du wieder irgendwelche endlosen Geschichten dazu erzählt hast.« Obwohl er es offensichtlich versuchte, konnte Andi sich ein Grinsen nicht verkneifen. Eine weitere Tür am Ende des Raums erregte Daniels Aufmerksamkeit. Auf der Tür prangte eine Inschrift. Oshini, der Herr ehre dein Ego. Er versuchte sie zu öffnen, doch nichts passierte. Da entdeckte er einen kleinen silbernen Kasten mit einem Schlitz oberhalb des Türgriffs, daneben 2 seltsame Kritzeleien mit Buchstaben dahinter. Auch auf dem Kasten konnte man eine Weisheit lesen. Eine güldene, gute Tugend, lüge nie. Darüber war ein winziges Holzregal befestigt, auf dem 3 verschiedene Karten mit jeweils 2 Worten darauf ausgestellt waren. Hier müssen wir wohl die richtige Karte einwerfen, um die Tür zu öffnen. Ich glaube, wir sollten gut überlegen. Gerolsbacher wird den Mechanismus so entworfen haben, dass man nicht einfach alle Karten nacheinander ausprobieren kann. Und ich will lieber so schnell wie möglich hier wieder raus, falls uns tatsächlich jemand auf den Fersen ist.
So, hier habt ihr wieder das Bild mit den drei Karten und auch eben der Weisheit nochmal. Eine güldene gute Tugend, lüge nie. Und ja, dann schönes Rätsel, meine lieben Leute. Und schreibt in die Kommentare, was die Lösung ist. Sollen wir die Karte 1, die Karte 2 oder die Karte 3 einwerfen? Wir werden es morgen dann rausfinden. Viel Spaß, Leute. Bis morgen. Ciao.